Ja, ein paar Teile, die brauchen halt noch ein bisschen. Und dann können wir eigentlich hier wieder sagen, Story. Perfekt. Nachforschungen, wie schauen wir aus? Im Puppenhaus. Da haben wir eh unsere Markierung. Let's go. Fertigkeitspunkte haben wir eh dabei nur zwei, also dementsprechend drauf geschissen. Alter, da bist du Depp. Oh Mann, ja mal da schnell, also, Alter, fick dich. Glaubst du, geht's Fuß, Alter, bist du Depp? Na, da kein Fick, nein, da kann ich kein Scheiße geben. Fickt sich. Bist Depp, das wär's. Ich muss dir jetzt vorstellen, wir gehen jetzt da entlang, plötzlich habe ich da die sechste Kiste gefunden. Das wäre Baba, das wäre so geil. Es wäre Hit. Aber da gibt es trotzdem halt noch immer die unentdeckten auch noch Sachen. Wird wahrscheinlich eh im Prinzip nur wahrscheinlich Geschichte von Dings sein, von Bagdad und das war's. Was ich da wahrscheinlich noch nicht gefunden habe. Das wird wahrscheinlich in irgendeinem letzten Eckel mal wieder sein. Also durch das man vielleicht dann auch noch das mit den Städten machen, also mit den Sehenswürdigkeiten, könnte man natürlich eigentlich das ein oder andere noch zusätzlich finden. Wenn wir eh auch durchgehen und entlang und das und das und das machen, aber lass jetzt einmal so stehen. Ich mache mal eins nach anderen. Eins nach anderen machen wir. Nicht irgendwie so ein Mischmasch oder sonst was. Sicher, sicher. Was? Aber Story, nächster Templer wieder. Ich fick mal. Ich mach mal mehr den nächsten Templer. Ja. Kannst du bitte die Pappen holen? Ich muss. Was ist das bitte jetzt plötzlich für ein Auto? Aber okay, passt. Einmal. Da gefällt mir. Da. Und. Depper, Alter, selbst mit dem Aufgeladenen. Und tschüss. Passt. 75 Mal. Das kann. Geh auf Maximum, Alter. Was ist da los? Bleiben einfach mal auf Maximum angelehnt. Alles klar. Wenn man so denkt, Alter, auf Arsch wie man anderen. Einfach mal auf Maximum. Asif. Da bin ich schon da. Ali. Bereit? Wir müssen los. Lager? Und wie? Lass uns gehen. Wir müssen nach Jar Jaraya aufbrechen. Ah, das Pferdchen gehört mir. Das nehme ich gern. Ah, damit wir auch ein bisschen die Wildnis erkunden. Seid seltsam. Ist gut. Ihr gebt mir Waffen, die ich nicht benutzen soll, und überlasst mir die Ehre für eure Siege. Krieg wäre schlecht für alle. Vor allem für dich. Da sprechen deine Meister aus dir. Ich bin gespannt, was man da noch zusätzlich entdecken. Aber Wildnis ist eh auch lärmend. Die Regeln erschufen, die Gehorsam von dir verlangen. Sie beherrschen mich nicht. Ich bin frei. Ich kämpfe, damit andere auch so frei sein können. Alles, was du tust, dient den Verborgenen. Eine komische Vorstellung von Freiheit. Die Verborgenen sind meine Familie. Das ist kein Widerspruch. Wenn du es sagst. Einst lebte ich auf der Straße und war nur mir Rechenschaft schuldig. Doch ich war nicht frei. Und nun, da andere dir sagen, wer du bist, bist du freier? Das kannst du nicht verstehen. Ich verstehe es besser als du. Starker Moment. Stark. Gut. Dass er jetzt dran zweifeln, nicht zweifeln wird, ist eh klar in dem Fall, aber dennoch nicht schlecht. Sagt mal. Und finde ich auch gut, dass sowas mal angesprochen wird. Finde ich gut. Finde ich echt, echt gut. Dass man selbst, auch wenn man Mitglied ist, auch ein bisschen so an den ganzen auch ein bisschen zweifeln darf. Finde ich gut. Ist aber auch wichtig. Meiner Meinung nach. Ist aber auch wichtig. Ich weiß, dass du uns rächen wirst. Ah, lebt der Mutter schon. Wenn du frei bist, wieso kämpfst du dann innerlich? Wie meinst du das? Ich kämpfe nicht mit mir. Ich sehe, dass deine Gedanken deinen Gefühlen widersprechen. Du wirst nie die Wahrheit finden, wenn du nicht ehrlich zu dir selbst bist. Niemand vermag zu sehen, was ein anderer denkt. Die meisten nicht. Doch sieh mich an. Ich gehorche niemandem.
Niemand herrscht über mich. Ich will mich umsehen, bevor Beshi mit den Leichen in Jar Jaraya eintrifft. Das wäre klug. Die Leute hier sind bereits verärgert. Nach den Bestattungen wird es noch schlimmer sein. In der Nähe ist ein Teehaus. Teetrinker tratschen. Vielleicht bekommst du damit, wer Jagd auf unsere Leute macht. Und was tust du? Ich habe meine eigenen Nachforschungen anzustellen. Komm hierher zurück, wenn du etwas erfährst. Ist schon mal nicht schlecht. Ja, schon mal definitiv nicht schlecht. Und wir werden anscheinend noch wichtige Informationen daher kriegen. Ist es nicht? Ist es definitiv nicht? Das muss ein anderer sein, nicht Schnurrbart. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Gut zu wissen. Danke. Das muss das Teehaus sein, von dem Ali sprach. Perfekt. Bring mir einen neuen. Perfekt. Ich bitte tausendfach um Verzeihung. Überausfähige Sandsklaven verschwinden. Aber Versager wie du bleiben. Nein, schweig. Hol mir einfach. Ich wollte gerade sagen so. Da ist eine Leiche. Wo ist denn da los? Ich habe mitgehört, dass Sklaven verschwunden sind. Was? Wer bist du? Du wagst es, mich anzusprechen? Geh weg! Ich hab was. Vielleicht kann eine Münze dich umstimmen. Du wagst es? Was glaubst du? Moment. Wo hast du die her? So ein unnötiger Bastard. Du sprachst von Sansch-Sklaven, die vermisst werden. Ich weiß nicht, was es dich angeht, aber... Ja, ein Fremder, einer von diesen Aufständischen, hat die Sklaven aufgewiegelt. Nachdem er mit ihnen gesprochen hatte, verschwanden sie. Zweifellos war er ein Kumpan dieses Unruhestifters, Ali ibn Muhammad. Mehr weiß ich nicht. Nun geh, bevor jemand Wichtiges sieht, wie ich mit jemandem wie dir rede. Gut zu wissen. Gut zu wissen erstmal. Ja, ich hab mir ja schon gedacht gehabt, dass in der Hütte auch noch was sein muss. Es muss einfach was da sein. Die nächste Leiche. Aber... Oh. Fuck. Okay. Okay, ja, das ist ein bisschen wasch, aber na gut, ja, dann, ja, das ärgert mich jetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen, ja, das ärgert mich jetzt, dass ich das jetzt unabsichtlich mit eingesammelt habe, aber ja, ist jetzt so. Wollte ich jetzt nicht, Scheiße. Und arbeitet und was bekommt man? Nichts. Flucht des Sklaven. Ich behandle sie gut, ich bezahle sie gut, ich ernähre sie. Und dann verschwinden sie und die Arbeit bleibt liegen. Vielleicht redet der, wenn ich ihn ausnüchtern kann. Gleich bist du wieder nüchtern. Einsens, wie in Valhalla. Wo ein Nachwuchs so eine wirft ins Wasser. Aber wie? Genug, es geht mir besser. Ein Teehaus ist ein gefährlicher Ort, um zu trinken. Ich hätte dich verhaften können. Ich hatte einfach viel Ärger in letzter Zeit. Du sagtest, ein paar deiner Sklaven werden vermisst. Sagte ich das? Ich erinnere mich nicht. Sie werden nicht vermisst, sie sind verschwunden. Menschen verschwinden nicht einfach. Die schon. Letzte Nacht kamen zwei nicht von den Feldern zurück. Niemand hat etwas gesehen. Einfach verschwunden. Puff. Okay. Also dachtest du betrinkst dich in einem Teehaus? Naja, ja. Oh, mein Kopf. Erzähl bitte niemandem davon. Ich muss nach Hause und schlafen. Bisschen Lizenz zu viel gehabt. Und? Bisschen Lizenz zu viel gehabt. Kann ich verstehen. Du willst etwas von mir? Nicht hier. Hier sind zu viele Ohren. Wenn du verstehst, was ich meine. Ah, ja, Saidi. Unsere besonderen Tees werden hinten gelagert. Hier lang. Vorsicht, Stufe. Alter, da ist ja nicht einmal irgendeiner in der Nähe, aber passt schon. Aber die Stimme verwenden sie auch sehr, sehr gerne in Assassin's Creed. Oder allgemein in Ubisoft Games. Muss man schon sagen, also der kommt echt oft vorbei im Tonstudio. ich weiß jetzt nicht, wie viel Unterschied das jetzt am Ende des Tages macht, aber da ist auch schon wieder wurscht. Tja, wir scheinen allein zu sein. Was wolltest du also? Entschuldige das Theater.
Aber man weiß schließlich nie, wer zusieht. Und diese Heimlichtuerei ist doch ziemlich aufregend. Ich sah deine rote Schärpe und hörte dich von vermissten Sklaven reden. Es ist noch einer verschwunden, von einem Gehöft in der Nähe. Woher weißt du das? Ich bin ein Freund der Familie. Der Mann war einer derer, die hingerichtet wurden. Und jetzt ist auch noch der Sohn verschwunden. Seine Mutter ist ganz außer sich vor Sorge. Ich dachte, du könntest dir vielleicht helfen. Sag mir, wo dieses Gehöft ist. Ein Stück westlich von hier. Sklaven sind eher misstrauisch, aber wenn du irgendwas für sie tun kannst, schulde ich dir einen riesigen Gefallen. Ich sollte zu Ali zurückkehren und ihm Bericht erstatten. Definitiv. Definitiv. Unbedingt. Unbedingt. Aber ich find's geil. Aber auch lustig, der Teebesitzer will mit mir reden, Alter. Geil. Oh, schön. Der Teebesitzer. Und das ist hier fett. Über die Dinge, nach denen du fragst. Wusstest du, dass ich Gedanken hören kann? Du willst. Wir sollten das nicht tun. Oh, fuck. Das bringt uns nur noch mehr Ärger. Leute, mehr Ärger als Hinrichtungen? Die haben unsere Brüder abgeschlachtet. Verstehst du das nicht? Ali, was wird das? Das entspricht nicht unserer Abmachung. Ich tue, was getan werden muss. Ich brauche keine Erlaubnis. Hast du etwas herausgefunden? Sklaven scheinen aus ganz Jajaraya zu verschwinden. Einer von einem nahen Gehöft. Ich gehe dorthin und sehe, was ich herausfinde. Gut. Unser Freund hier verbrachte den Morgen am Hafen und traf jemanden, von dem wir glauben, dass er ein Spitzel des Kalifen ist. Du könntest diesen Spitzel finden und ihm folgen, sehen, wo das hinführt. Beshi und ich lockern so lange die Zunge unseres Freundes. Das ist ein Fehler, Wir werden sehen. Geil. Geil. Finde ich aber auch gut, dass er auch noch sagt, so ja, ich könnte den Spitzel suchen und der Witwe helfen, ihren verlorenen Sohn zu finden. Finde ich gut. Finde ich definitiv gut. Gefällt mir. Das ist der Hafen. Der. Ich würde mal sagen, entweder oder, was halt einfach gleich in der Nähe ist, oder? Es muss hier irgendwo sein. Leite mich in Kido. Denke mal, Hauptsache irgendwas, was in der Nähe ist, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Das könnte der Spitzel sein. Das ist der Hafen. Der Spitzel muss hier irgendwo sein. Spitzel ist er da? Keine Notizen heute. Ich sollte gehen. Es ist fast Zeit. Zeit wofür, frage ich mich. Ich sollte ihm folgen, aber er darf mich nicht sehen. Das sollte stimmen. Führe mich. Zeig mir, wohin ich gehen muss. Theoretisch gesehen könnte ich aber auch eigentlich was den Adler rufen. Naja, theoretisch gesehen könnte man eigentlich quasi den Adler einfach von A nach B mitfliegen lassen, das war's. Mehr weg vom Fusch. Vom Fuschbusch. Mach mal auf Oldschool Assassin's Creed. Mach mal auf Oldschool. Oh, auf den Dach, oben entlang. Gönn dir nicht. Ja, wie er schon das Wurfmesser in der Hand hat, der Hund. Und ich glaube, wir holen sich hier gleich mal unsere nächste Trophäe. Was wird's denn da so geschießen? Geh mal her! Die hat keiner verfolgt! Ich hätte die ganze Zeit keiner verfolgt! Er bleibt davor stehen und dreht sich um. Lenke ihre Aufmerksamkeit auf dich. Ja, ist gut. Perfekt. Habe ich dich doch glatt aus den Augen verloren. Du hast einmal gar nichts verloren, Haberer. Du hast da gar nichts verloren. Ah, bleibt schon geschissen, Christen, so ein bisschen stehen. Naja, geh lieber weiter, Haberer. Geht lieber weiter. Weil so groß ist der Bereich hier bei euch auch wieder nicht. Geh lieber weiter. Ist, glaube ich, die 10 besser für dich. Und deine 10. Normalerweise jetzt feindliches Gebiet. Normalerweise. Na schau, da kommt ein Jahr noch dazu. Ja, mein Rein, das wär's. Ich bin da. Oh.
das aus? Was hast du für mich? Außer dem Sklavenjungen, von dem ich dir schon erzählt habe, schnüffelt noch jemand in Jajaraya herum und stellt Fragen. Ist es der, den wir schon gemeldet haben? Dieser Unruhestifter Beshi? Es ist ein anderer. Niemand scheint irgendwas über ihn zu wissen. Was soll das dann? Ich habe Briefe für den Anführer und du vergeudest meine Zeit. Komm zurück, wenn du einen Namen hast. Perfekt. Perfekt. Also bestehen ist echt eine gute Farbe. Ich glaube, ich bin eher so für, ich töte den einen oder anderen. Bin ehrlich gesagt eher fürs Töten, aber okay. Zurück! Verschwinde! Die beiden haben Informationen für jemanden namens Doğan bin Arslan gesammelt. Ich muss diesen Doğan finden und vorher noch den verlorenen Sohn nach Hause schicken. Vielleicht hängt das zusammen.